Unter Utopie verstehen wir, hier einmal ganz vorläufig improvisiert, den Entwurf einer Gesellschaftsordnung, die noch nicht ist. Utopos ist das Ortlose, das Noch-Ortlose, der Ort nirgendheim. Die Utopie kann utopistisch, das heißt illusionär sein, aber sie muss... Was Väter, Väter und Oma Hommage ausmacht, ist, dass wir immer wieder von neuen Begebenheiten ausgehen und in neuen Formaten denken. Uns ist wichtig, dass wir da flexibel bleiben können und immer neue Menschen mitnehmen können in unserem Prozess, von dem wir ihnen eigentlich den neuen Prozess zeigen können, oder auch umgekehrt, dass wir von diesem Prozess mit diesen neuen Menschen wieder lernen können und auch wieder in den nächsten Prozess mitnehmen können. Das ist uns ganz wichtig und ich denke, dem sind wir jetzt auch immer treu geblieben. Väter, Väter und Oma Hommage hatte 2015 ihre erste Produktion. Das waren jedoch nur Bela und Damian. Ich habe Damian im Studienkontext kennengelernt und da haben wir für unsere Abschlussproduktion uns zusammengetan. Und da alle Dramaturginnen in unserem Studienjahr schwanger geworden sind, mussten wir uns einen neuen Dramaturgen suchen. Da kam Bela wieder ins Spiel. Wie es weitergeht, das wissen wir nicht so genau im Moment. Jetzt kommt erstmal eine Pause, also für unser Publikum, nicht aber für uns. Wir sind natürlich am Arbeiten, wir sind am Vorbereiten, wir haben große Pläne. Wir planen unter anderem im nächsten Frühjahr ein Stück mit dem Arbeitstitel Mama. Für diese Produktion werden wir ausschließlich mit Männern zusammenarbeiten. Das heißt, Damian und ich und ein Team werden sich mit den Fragen nach der Männlichkeit und insbesondere auch nach unseren Beziehungen zu den Müttern auseinandersetzen. Uns selbst vernichten kann auch bedeuten, aus der Asche neu auferstehen. Entgegen aller Erwartungen wird Deutschland dieses Jahr sein Klimaziel erreichen! Ja! Dadurch, dass wir immer wieder mit neuen Menschen arbeiten und die uns natürlich auch immer wieder ans Herz wachsen, haben wir das so entwickelt, dass wir so ein bisschen immer wieder neue Subkollektive gründen, damit die wieder ein Teil von uns, von unserer großen Familie von Väter, Väter werden. Nach der Produktion haben wir versprochen, ein Jahr später werden wir uns wieder treffen, um eine neue Produktion zu machen. Das war dann 2016 die Traumfabrik. Da hat Gilda mitgespielt, da war sie noch auf der Bühne. Die kennen Damian und Bela wiederum aus dem Musical-Kontext. Und das ist eigentlich so, nach dieser Produktion war das die erste, haben wir uns zusammengeschlossen und mit Champagner angestoßen, dass wir jetzt zu viert sind und weibliche Unterstützungskraft haben. Verwundert, ob des Waghals ein Eindringling ist. Viele, die weniger glücklich waren wie ich, sah ich am Boden liegen. Einige schienen zu lächeln, so als seien sie glücklich im Tod, errungen um lockenden Preis. Oh, die Armen, die Wackeren, die das Leben gering zu schätzen wagten, denen schöner schien, ein Exempel aufzulösen, Ehre und Liebe zu erobern, als weniger wert und weniger tapfer zu existieren. Die Seilschaft ist ebenso ein Subkollektiv oder Geschwisterkollektiv von Väter, Väter und Oma Hommage, wo wir ganz insbesondere auf die kollektive Arbeit den Fokus legen, wo es darum geht, eben die klassischen Hierarchien, die im Theater unterwegs sind, ein bisschen aufzulösen. Da haben wir letztes Jahr hier im Kleintheater Urzelle 1-3 gemacht, eine 100-stündige Dauerperformance, zu der das Publikum dann eingeladen war, 6 Stunden davon gucken zu kommen, frei wählbar, wann das sein soll in diesen 4 Tagen.
Und dieses Jahr haben wir einen eher klassischeren Ansatz benutzt und wir konnten dann zwei Aufführungen mit diesem Stück Ad Nauseam, das wir auch in Auftrag gegeben haben, hier auch wiederum im Kleintheater Luzern auf die Bühne bringen, mussten dann aber leider Corona-bedingt vorzeitig abbrechen und hoffentlich aber nächstes Jahr nochmal wieder aufnehmen. 70,53 Gigatonnen plus 23,15 Gigatonnen plus 17,2 Gigatonnen plus 66,11 Gigatonnen plus 2,28 Gigatonnen ergibt 179,27 Gigatonnen. Geteilt durch 30 Jahre bis 2050 ergibt rund 6 eingesparte Gigatonnen CO2 pro Jahr. Also rund 6 Milliarden Tonnen, was eine Einsparung von deutlich weniger als einer Tonne. Im nächsten Sommer werden wir ein Stück des großartigen Luzerner Autors Christoph Fellmann spielen, das heißt Apocalypse Now and I Feel Fine. Darauf freuen wir uns sehr und wir hoffen auch sehr, dass wir wieder mal hier ins Kleintheater zurückkommen dürfen. Unser Lieblingshaus eigentlich, das uns auch sehr unterstützt hat jetzt in dieser Krise. Von hier aus sehe ich die Wipfel der Bäume im Garten. Ich sehe Blätter, die leicht schaukeln im Wind. Aber ihr Schaukeln betrifft mich nicht, denn ich bin vor dem Wind geschützt.